Jo, 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 herzlich willkommen zu einer neuen Reaction. Mein Lieben, heute mal was ganz, ganz Interessantes. Wir reagieren auf No Risk, wenn Minecraft keinen Cooldown hätte. Ich glaube, das kann nur lustig werden. 16 Minuten dauert das Video, wir ziehen es uns rein. Schauen wir mal, wie leibend das wird. In diesem Sinne, rein da! Ich hätte nicht den Cooldown in Minecraft entfernen sollen. Es beginnt schon mal so lustig. By the way, seht ihr das? Wir haben die 200k. Vielen, vielen Dank für dieses Weihnachtsgeschenk. Schreibt in die Kommentare, was ich euch schenken soll. Meine das Video ist by the way inspiriert von diesen zwei Videos. Shoutouts an die Homies. Wir kommen heute zusammen Minecraft ohne Cooldown und ich habe in dieser Schalke hier schon einige Items vorbereitet, die wir end-cooldownifizieren werden. Also wir haben einmal eine Blaze, wir haben Wasser, wir haben ein Schaf, Drown, Chicken, Skeletten, Spawner und so weiter. Und alle Items und noch viel mehr werden wir jetzt umcoden. Und wir fangen mit der Blaze an, würde ich sagen. Okay, schon mal viel zu kompliziert, drum schaue ich mir das lieber das Video an und mach's nicht selber. Aber schaut so, auf ich jeden hoffe, Fall dass das geht Ganze raus. Funktioniert. By the way, der Code ist natürlich in der Beschreibung verlinkt, wenn ihr irgendwas nachgucken wollt. Und die Mod auch. Also gönnt euch. Wir spawnen jetzt mal so ein Ding. Und ja, es funktioniert perfekt. Aber ihr seht direkt schon, wir müssen eine Sache fixen. Ich verstecke mich hier kurz. Hat ja viel gebracht. Gib mir mal Fire-Resi. Ich glaube, dann schießen die trotzdem, aber ich überlebe das Ganze. Ja. Ich hoffe, der Cutter macht den Sound gerade leiser. Die nächste Sache, die wir jetzt anpassen müssen, ist der Damage Cooldown. Wie ihr seht, bekommen wir trotzdem nur alle 20 Ticks Schaden. Und das wollen wir ja auch ändern, dass wir permanent Schaden bekommen könnten. Also, dass wenn wir im Feuer sind, dass wir dann quasi instant down sind. Dann an die Arbeit. Okay, Hut ab, wer das auf jeden Fall kann. Das ist ja Weltklasse. Aber mit dem hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Der ist ja instant weg. Okay, ich weiß nicht, ob das schon geklappt hat, was ich gecodet habe. Wir gehen einfach mal rein. Okay, ich glaube, es funktioniert. Wie sieht es aus in Kombination mit den Homies? Ja, perfekt. Das heißt, das hätten wir auch erledigt und wir machen weiter mit den Skeletten. Dann an die Arbeit. Wir machen weiter mit den Skeletten. Wer auf jeden Fall sich jetzt da gerade nicht ein bisschen auskennt, normalerweise Skelett schießt, Pause, Cooldown, Skelett schießt, Pause, Cooldown. Und der hat die Ticksets da komplett anders eingestellt, dass der eigentlich ist kein da. Ja, ihr glaubt, ich kennt euch eh aus mit dem da. Fivehead. Ich habe mir hier einen Command vorbereitet, damit die nicht verbrennen. Ich hole mir ein Schild, dann kann es losgehen. Ja, es funktioniert und ist auch richtig nice. Ich finde, die Skelette sollten default-mäßig so sein. Was ich mich gerade frage, ich habe ja keinen Damage-Cooldown mehr, aber ist das auch bei allen Entities so? Muss ja eigentlich, oder? Okay, ja. Ey, das ist aber satisfying. Schön, das ist nice. Das ist richtig nice. Oh, geil, wir machen weiter. Okay, zur Entspannung. Das wäre mal eine Idee, fett für ein Projekt, sowas einzufügen, so für 10 Minuten. Wie sich die Leute dann fett aufregen. Ich würde so fühlen. Machen wir mal Schaf. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, was kann man beim Schaf machen, aber Scheren, bei den oder? Schafen ist es ja so, dass wenn sie entweder keine Wolle mehr haben oder auch mit Wolle, ich bin mir gerade nicht sicher, dass sie das Gras essen, boom, und dann nochmal Wolle haben. Und genau diese Mechanik, dass sie das Gras essen, hat ja auch einen Cooldown. Das entfernen wir jetzt. Okay, hat das schon geklappt oder muss ich noch was hinzufügen? Ja, es funktioniert. Ja, es ist so nice. Es ist so nice. Wir brauchen mehr davon. Und lauft, meine Kinder, lauft. Ah, ist das schön. Die sind jetzt zwar ein bisschen schneller unterwegs als Vanilla, aber ey, besser als jeder Rasenmäher. Wir machen weiter mit dem nächsten. Das wollte ich gerade sagen. Extremst, fühle ich extremst. Alter. Rasenmäher der anderen Generation, Alter. Okay, ich würde vorschlagen, wir machen mit etwas Einfachem weiter, wie dem Ofen. Ich habe ja noch nie den Ofencode angeguckt, warum sollte ich auch? Und wir wollen, dass die Items, die hier reingehen, dass es instant schmilzt. Also Abfahrt. So, wenn ich das richtig deuten kann, müssen wir für den Ofen nur getCookTime eingeben und in dieser Methode zurückgeben, dass die Kochzeit ja null ist. Das mache ich mal.
Und ja, mir fällt gerade auf, man müsste nicht nur die Kochzeit verringern, sondern auch die Brennzeit. Aber psch, das bleibt jetzt unser Geheimnis, okay? Machen es rein und... Boah, das ist aber geil. Okay, das ist geil. Womit machen wir jetzt weiter? Wir so können... Cool. Gas, Wasser, Lava... Oh, Wasser und Lava hätte ich Bock. Hier möchte ich hinzufügen, dass halt Wasser ganz schnell fließt und das gleiche auch mit Lava. Lava fließt ja schon im Nether schneller, deswegen wird das zu coden sehr einfach sein, weil wenn ich den Code finde, die das gemacht haben im Nether, dann kann ich das hier einfach easy anpassen. Wir haben es einfach langsamer hinbekommen. GG. Aber ich glaube, das kann ich live mit euch updaten, oder? Dann seht ihr das auch mal. Ich kann einfach hier, mache ich eins hin und hier mache ich auch eins und jetzt drücke ich, pass auf, jetzt passiert die Magie. Ich drücke STGO9, also hier STGO9. Jetzt sollte sich das live updaten. Oh ja, ey, wie cool, habt ihr es gesehen? Ja, oder? Ihr guckt ja gerade zu. Nice, das ist nice. Und mit der Lava genauso, oder? Ja, geil. Okay, damit haben wir Lava und Wasser abgehakt. Was machen wir nun? Ja, ich denke, es wird wieder... Ein Kabelspawn-Generator, der wird flitzen wie ein Einser, glaube ich. Da kommen nicht einmal die Kolben hinterher. Zeit für etwas Dummes. Die Hühner legen mir eindeutig zu wenig Eier. Wir gehen rein. Oh... Das kann nur Blödsinn werden. Schreibt by the way gerne in die Kommentare, wie ihr das findet mit dem Code. Ob euch das langweilt, ob ich das irgendwie anders machen soll, weil ich finde das eigentlich ganz geil. Weil gönnt euch mal hier, sehen wir direkt schon die Egg Laytime. Dann sehen wir, dass Minecraft eine zufällige Zahl zwischen 6000 nimmt. Oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, dass das Huhn erst nach 5 Minuten ein Ei legt, okay? Und das passiert hier auch wieder, nachdem es nochmal ein Ei gelegt hat. Und das werden wir einfach immer auf 0 setzen, damit es permanent ein Ei legt. Cool, machen wir. Oh mein Gott. Wenn wir gerade schon bei Chicken sind. Ich würde so gerne mal Loco Chicken probieren. Ist das geil? Schreibt es mal in die Kommentare. So, bitte legt Eier. Ja. Geil, aber das ist auch einfach. Hühnerfarm der anderen Liga. Du brauchst ein Huhn. Trrrt, erledigt. Ach, geil. Oh mein Gott, mein Herz geht auf, wenn ich das hier sehe. Ihr wisst ja, dass ich der Chicken Man bin. Okay, aber hallo, könnt ihr jetzt bitte mal aufhören? Too much, glaube ich. Ihr müsst leider sterben. Okay, sehr cool. Das war auch sehr einfach. Wir gucken, was in der Mystery Box noch ist. Beim Essen kann man den Cooldown, ihr seht ja diese Animation hier, die kann man verschnellern. Ich glaube, dass ich das actually schon mal in Hacklines gesehen habe. Gibt es nicht sowas wie Fast Eat oder so? Wie dem auch sei, hier geht alles mit rechten Dingen vor sich und wir werden jetzt zum schnellsten Esser der Welt. Der Code wurde erfolgreich gespottet. Hier wird gecheckt, ob das Item Essen ist. Wenn ja, wird noch geguckt, ob es ein Snack ist. Ich glaube, ein Cookie ist ein Snack. Und je nachdem wird die Use Time angepasst. Und wir returnen hier einfach entweder 1 oder 0. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich mache erstmal 0. Und rein da. Ja. Ah, Mist, aber schade, dass ich euch jetzt nicht fragen kann. Dafür müsste ich jetzt am besten live sein oder so. Aber was findet ihr cooler? Wenn das so instant passiert wie jetzt oder dass man das halt einfach schneller isst? Wisst ihr, wie ich meine? Also, der Titel des Videos ist ja, ich entferne jeden Cooldown. Deswegen ist das hier eigentlich schon schlau. Ich weiß es nicht, meine Arbeit ist getan. Komm, wenn ich den Bogen schon in der Hand habe, dann passen wir den Bogen auch an. Ist fein. Ich würde dich sogar feiern, dass das Ganze geht. Ratata, fertig. Ratata. Nie wieder Probleme. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das, was ich gecodet habe, einfach in Vanilla schon geht. Aber gönnt euch mal. Ich kann das hier halt einfach so spammen. Aber habe ich das jetzt gecodet oder geht das schon in Vanilla? Hä? Wieso geht das mit dem Bogen nicht? Oh, never mind, es geht doch. Ich darf den Bogen nur nicht spannen. Ja, okay, ich würde sagen, es ist fein, oder? Ja, ich denke, das ist okay. Wir machen weiter mit dem nächsten Item. Und ich habe richtig Lust auf TNT. Bei TNT gibt es ja auch einen Cooldown, ihr kennt das alle. Boom, das soll nicht blinken. Es wäre so geil, wenn TNT nicht 5 Sekunden braucht, sondern dass das gleich bumm in die Luft geht. Boah, ich würde es so fühlen. Diese Skulk-Sensor-Aktivierungsschiene, der kommt drauf und instant, wo er drauf geht, bumm und alle sind weg. Es wäre so schön. Instant explodieren. Und dann ist es eigentlich wie ein Endcrystal oder wie so ein TNT-Minecart, oder? Aber ich glaube, ja, aber TNT-Minecart braucht ja auch einige Sekunden. Das ist ja das, aber wenn das instant explodiert, das wäre die Pranks des Jahrtausends. So eine richtig geile Kettenreaktion auslösen und das will ich schaffen. 6,5 Stunden später. Wir fangen erstmal klein an mit einem TNT und ja, sehr geil. Wenn das jetzt geil gecodet ist, sollte das alles nacheinander und nicht instant, das ist das Wichtige, explodieren. Ja, mein PC ist explodiert, sag ich mal. Jetzt muss es klappen. Ich habe wirklich den Code auseinandergenommen. Rein da. Och, Junge. Versuch Nummer 8. Danke. Alter, ist geil. Ah, das ist so satisfying.
Sehr cool, kommt Alter. Noch eine Runde ganz runter. Oh, da fällt mir gerade auf, was ich als nächstes coden kann. Bemerkt ihr das? Dass das hier auch einen Cooldown hat, das Abbauen? Ey, das müssen wir auch ändern. Und das Placen auch. Ach. Oh mein Gott. Okay, das geht schnell. Das macht man mit einer Makro auf der Maus normalerweise. Da brauchst du nicht einmal jetzt einen Code umstellen. Natürlich, wenn es alle haben wollen, schon, aber Makro mit der Maus und Abfahrt dahin. Das machen wir jetzt nächstes. So, viel Spaß. Geil. Einfach nur geil. Dann machen wir weiter mit dem Abbauen und Placen der Blöcke, das instant funktioniert. Der Detektiv hat etwas entdeckt. Wenn man creative ist, wird der Block Breaking Cooldown auf 5 Ticks gesetzt. Das ändern wir oben auf 0. Und dann werden wir noch den Attack Cooldown auch auf 0 setzen. Und ich glaube, dann haben wir es schon. Ja, also rein da. Ich kann mir actually nicht vorstellen, dass ich muss offen und ehrlich sagen, Hut ab an alle Leute, die was so coden können. Oder whatever, diese Zahlen und diese Wörter, Klammern und alles drum, das wäre mir einfach zu kompliziert. Ich kenne mich nicht einmal in Minecraft Redstone technisch aus. Also, wie sollte ich jemals irgendeinen Code schreiben können? Was jetzt funktioniert hat, aber... Junge, ich hätte die Kackschafe am Ende coden sollen. Bitte haut ab! Okay, meiner Vorstellung sollte ich jetzt einfach die Maustaste gedrückt halten können und dann wird hier alles abgebaut. Oh ja, oh ja, ist das nice. Wie sieht das Ganze im Survival-Mode aus? Weil ich habe da auch was geändert. Ich weiß nicht, ob das irgendwas changed, aber wir gucken mal. Okay, ne. Auf ein neues. Ja, es geht wunderbar. Schön. Oh, ich muss jetzt damit einen Baum abbauen. Oh, das wird jetzt nice, oder? Ja, jetzt machen wir das noch für die Blöcke, denn ihr seht es, ich halte die Maustaste gedrückt. Und hier gibt es auch einen kleinen Cooldown. Ja. Man könnte das ganze Maus abusen, dann geht es schon etwas schneller. Aber wir wollen es ja gedrückt halten. Und dann, dass dann instant die Blöcke geplaced werden. Also, rein in den Code. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob das schon ausreicht, was ich gecodet habe. Ich halte einfach mal die Maustaste gedrückt und... Oh, nice, 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 nice. Wie die Makro auf der Maus. Survival? Geil. Ey, so könnte man perfekt fast bridgen, oder? Was steht noch in unserer To-Do? Also, oh, habt ihr das gehört? Das geht jetzt irgendwie auch ein bisschen schneller. Also, das hier hätten wir auch erledigt. Jetzt hätten wir noch Drowned, Ghast, Monster und Goathorn. Dann hätte ich Bock... Ich bin so gespannt auf die Spawner, wie schnell die etwas spawnen lassen. Auf Monster Spawner. Oh, ihr denkt jetzt vielleicht, was juckt der Cooldown eines Mob-Spawners, aber ihr müsst mal an den Stronghold mit den Silberfischen und an den Nether mit den Blazes denken. Wirklich, das wird unmöglich. Generell Zombies. Nicht schon wieder. Perfekte XP-Farm. Also, ich spawne das gute Ding hier hin und dann machen wir hier Schweine rein und ja, es geht. Aber irgendwie auch nicht so, wie ich es mir vorstelle. Ich weiß aber nicht, ob das gerade meine Schuld ist oder ob das am Mob-Cap liegt. Wisst ihr, wie ich meine? Dass immer neue Mobs despawnen und deswegen hier neue spawnen können. Ich glaube, mit dem Spawner stimmt alles. Es liegt wirklich am Mob-Cap. Dass es nicht geht. Wenn nicht, werdet ihr mich eh in den Kommentaren belehren. Oh, das haben wir noch gar nicht gecodet. Es gibt noch gar keinen No-Hit-Delay, oder? Ja, doch, es geht doch. Nevermind. Wir müssen diesen Schwert-Cooldown entfernen. Das ist ganz wichtig. Dann entferne ich als nächstes den Schwert-Cooldown, weil das sollte sehr einfach sein. PvP ist dann wieder der andere Liga. Wenn man so viel Schaden macht, aber psch. Man sollte jetzt keinen Cooldown mehr mit dem Schwert haben. Und das ist der Fall. Oh, wie. Das wäre dann wie 1.8 eigentlich. So geil, dass man einfach nur hitten kann und nicht diesen Cooldown hat, bis das wieder aufgeladen ist, dass du den kompletten Schaden machst. Früher. Und jetzt bist du dran, wirklich. Ich habe die ganze Zeit drauf gewartet. Schön. Oh, das ist satisfying. Und jetzt ganz schnell die Blöcke placen. Boom. Es ist schon cool, ihr müsst es zugeben. Ihr müsst es einfach zugeben. Okay, ich habe noch eine Sache hinzugefügt. Ich weiß nicht, ob sie funktioniert. Nämlich, ich habe den Cooldown der Enderperlen entfernt. Oh. Aber ob es geht, ist was anderes. Hä? Damit habe ich jetzt irgendwie nicht gerechnet. Man wirft 2 auf einmal. Man kriegt viel mehr Schaden, weil man 2 wirft. Aber der Cooldown ist trotzdem noch da. Bevor ich das fixe, wie sieht das eigentlich dann mit dem Eye of Ender aus? Okay, das ist geil. Das ist geil. Ja, okay, dann fixe ich die Enderperle auch mal. Wobei, pass mal auf, hier im Creative geht es. Oder ist das normal, dass man im Creative immer werfen kann? Oh, das ist aber auch geil, oder? Ah, das ist, oder? Weil er jetzt da... Er hat den Cooldown vom Werfen, vom Schlagen und das Ganze ja auch gemacht. Deswegen... Ob man da jetzt spawnt, keine Ahnung. Aber normalerweise jede Enderperle, was du wirfst, müsstest du spawnen. Junge, Junge. Boom, 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 boom. Great, jetzt muss ich gucken. Ah, nee, ich kann werfen. Der Cooldown wird nur einfach nur angezeigt. Okay, okay. Oh, lol. Falscher Command. Ich sterbe zwar dann, aber es funktioniert. Wait, 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 wait. Ein Item, was auch einen Cooldown hatte, das wir in der Box hatten, sollte jetzt auch funktionieren, oder? Das Goathorn. Let's go.
Warum? Ach so, ich muss so machen. Ich wollte gerade schon sagen. Das nervigste Horn ever. Ich find's so geil. Ich finde es so geil. Oder, ach, das müssen wir irgendwie machen. Wieso geht das nicht? Aber man muss ja spammen. Ja, ist unschön, dass der Kuder noch angezeigt wird, aber ja, ist mir jetzt egal. Wenn es euch stört, ändert es selbst. Boom. Okay, dann machen wir mal ganz schnell weiter mit dem Ghast. Das sollte auch, wie bei der Blaze, easy sein. Bitte, war's bitte nicht. Funktioniert es, denn die haben den Ghast anders gecodet als die Blazes. Okay, okay, so, es funktioniert. Das ist normal. Oh mein Gott, Alter. Okay. Ja, so habe ich mir das Video vorgestellt. Dann machen wir weiter mit dem Drown, beziehungsweise einem Drowned mit Trident. Und das wird richtig nice. Ich glaube, das wird sich richtig nice anhören. Na, das hört sich gar nicht nice an. Da geht's so... Ich bin mir wieder unsicher, ob das hier funktioniert, aber ich spawn den Homie einfach mal. Okay, also er versucht irgendwas. Das ist ganz klar, aber er kriegt es irgendwie nicht hin. Ich bin guter Dinge. Oh mein Gott, habe ich mich erschrocken. Junge. Denkt ihr, so ein Shield reicht aus? Okay. Keine Chance. Chill. Es ist auf jeden Fall ultra satisfying. Der Sound und auch die Items wieder spawnen. Aber übel tödlich. What? Wir müssen davon unbedingt noch mehr spawnen. Ich glaube, das kann nur geil werden. Okay, ich gehe ganz kurz Survival und dann Creative. What? Keine Chance. Junge. Die sollen noch einmal werfen. Okay, ja, wir lassen es dabei. Oh, guck mal, ich habe noch eine coole Alter. Sache rausgefunden. Das hier kann man auch einfach spammen. Oh, schön, oder? Vor allem, man kann alles so schnell werfen, dann kommt das hier. Und ist einfach normal. Aber eigentlich keine Lust, das anzupassen. Den juckt eine Honeybottle. Ja, wobei, die Potions trinkt man auch so langsam. Na, okay, es wäre doch... Wo bin ich hin? Es wäre doch cool, wenn das auch schnell geht. Ich habe noch einige Sachen hinzugefügt, aber wenn noch etwas fehlen sollte, dann schreibt einfach einen Kommentar und ich mache auf dem Zweitkanal oder vielleicht noch ein zweites Video. Oder wie gesagt, ihr könnt es ja auch selbst hinzufügen. Und wir fangen mit der ersten Sache an, die es schon im Creative gibt. Nämlich, wenn man in ein Nether-Portal reingeht, dann ist es so, dass es im Creative-Mode auch keinen Cooldown gibt. Und das wollen wir natürlich imitieren. Also wie ihr seht, ich bin im Survival-Mode und wenn ich jetzt hier reingehe, boom, bin ich direkt drin. Und das hier ist sehr gefährlich, weil ihr seht ja schon, wenn ich einmal hier drin bin, bin ich dead. Also da höllisch aufpassen. Was auch super wichtig ist, sind die Kollegen hier. Einmal Villager und dann holen wir noch irgendeinen Table. Boom. Denn ich habe natürlich auch den Cooldown der Villager entfernt. Wir können jetzt unbegrenzt mit denen traden. Hier, ich kann hier draufdrücken. Okay, also es ist jetzt noch gelockt, aber ich habe euch nicht angelogen. Der Typ muss erstmal hier hinlaufen und dann resettet er sich. Also so aber ist das von instant geil. Nicht danach schlafen und so geil. Programmiert der... Boah, da muss ich gleich mal mit meinen Devs reden, oder? Beziehungsweise mit meinem Dev, dass der da ein bisschen was anstellen wird. Saugeil. Resettet sich erst, wenn er hier am Table ist. Deswegen ist das hier alles legitim. Da, jetzt hat man es perfekt solche gesehen. Solche Ideen so gesehen gibt nur. Es noch einen Cooldown, aber es ist ja kein wirklicher Cooldown, denn er hat halt einfach keine Lust zu arbeiten. So wie ich. Perfekt. Die nächste Sache bekommt man nicht wirklich mit, denn es hat was mit dem Drachen zu tun und er schießt jetzt früher die Feuerbälle. Also er ist jetzt eh komplett verwirrt. Und auch wenn er gerade keinen Feuerball schießt, ihr müsst mir glauben, er schießt sich schneller. Aber ich sag euch, der Endfight wird eh so aussehen. Genauso. Man spammt ihn einfach komplett um. Und dadurch, dass er keinen Hit-Cooldown hat, kann man ihn wirklich... Er bleibt einfach in der Luft stecken. Dafür braucht man aber Aim. Dann habe ich Potions noch instant gemacht. Die kann man jetzt instant trinken. Passt auf. Boom, 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 boom. Und ich habe noch eine Sache instant gemacht, die erstmal richtig weird rüberkommt. Man kann nämlich auch den guten alten Milk-Bucket instant trinken. Und ja, das hier kann man halt komplett spammen. Die Kuh möchte ich nicht gerne sein. So, jetzt kommt noch ein schöner Zahnrefill. Boom. Denn man kann den Crossbow jetzt auch instant aufladen. Boom, boom, boom. Und das ist schon geil, oder? Und natürlich auch instant schießen. Dann machen wir weiter mit der nächsten Sache. Es handelt sich nämlich um das Kindermachen von Tieren. Also, sie können instant das Kind spawnen. Und das Kind kann auch instant neue Kinder machen. Und die Kinder sind auch instant wieder erwachsen. Und man kann alles instant machen. Das ist wirklich kriminell. Ich hoffe, Wahnsinn. So schnell erreichen wir auch die 300k. Zu guter Letzt machen wir weiter mit dem Angeln. Denn das Angeln wurde quasi... Nein, das hat mir genau noch gefehlt. Zu dem richtigen Soul-Ever. Deutlich beschleunigt, aber auch nicht instant gemacht, weil... Seht selbst. Also ich werfe die Angel aus und dann kommt direkt, also kommt diese Animation hier und da hinten kommt schon der Fisch. Und der Prozess, dass der Fisch hierher schwimmt, ist ja kein wirklicher Cooldown, wisst ihr? Sondern nur, dass halt sowas kommt, ist der Cooldown. Und deswegen geht das nicht instant, sondern nur, boom, hier kommt direkt einer und die Zeit muss man abwarten. Das Gleiche ist nämlich auch... Ne, eigentlich ist es nicht das Gleiche, aber... Eine Sache, warum ich das hier zum Beispiel nicht instant gemacht habe, ist, weil das hier
hier ist ja quasi auch kein Cooldown, sondern das ist random basierend auf der Zeit. Wisst ihr, das ist ja ein random Tick, der passiert und es hat ja keinen Cooldown, wann es wächst, sondern es passiert einfach irgendwann. Und deswegen habe ich diese Sachen jetzt nicht modifiziert, aber wenn euch das komplett stört, dann haut in die Tastatur rein und ich weiß Bescheid. Und haut mal bitte den Like-Button. Ciao. Gibt's nichts zum Sagen. Das mit den Angeln wäre auf jeden Fall noch cool gewesen. Da gibt's aber einen kleinen Schmäh mit so einer Angelkonstruktion und wenn es dann F3T drückst, dass der andauernd auswirft und rauszieht. Wäre ich niemals auf diese Idee gekommen. Zum Glück gibt es so leibende Leute, die was so geile Videos machen, dass wir darauf reagieren können. Utopisch. Meine Lieben, mir hat das Video utopisch gefallen. Lasst mich gerne in die Kommentare wissen, was euch am besten gefallen hat oder was für euch am lustigsten war. Mich könnt ihr natürlich auch unterstützen. Lasst mir gerne ein kostenloses Abo da. Gefällt mir Button drücken, würde mich sehr unterstützen. Schreibt zwar gerne einen Kommentar rein. In diesem Sinne, aufpassen auf euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Kuss auf den Nuss und grüß euch.